Deckung hoch und ran an den Gast. Diese Woche sind wir in Frankfurt am Main und Umgebung. 5 Gastronomen geben ihr Bestes, aber leider ist das nicht allen gut genug. War dann erstmal super verwirrt. Scheiße. Mega abgefuckt, dass da schon wieder dieser Schaum drauf ist. Komm her. Da haben wir den Salat. Stefan mit der Löwenmähne serviert zum Wochenstart deutsch-französische Leckereien. Sie gehen jetzt runter in die Höhle des Löwen und dann machen wir ihnen Feuerwehr am Arsch. Nicht, dass sich der Löwe selbst den Poppes verbrennt. Wie war es denn für euch? Hat es euch geschmeckt? Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich kämpfe ein bisschen. Aber doch nur, weil es so lecker ist, oder? Weiß ich. Also ich hätte gesagt, unter einer 9 ist eine Frechheit. Beginnt die Woche mit einer Bauchlandung?